Jo Leute, was geht ab und willkommen. Ich melde mich wieder mal mit einem neuen Video für euch und zwar mit ein paar Informationen, was diesen Kanal betrifft und was meine Inaktivität betrifft. Und zwar hat es damit zu tun, dass ich habe ja immer Minecraft und sowas gezockt, ich habe irgendwie Gaming und so Dings, Gaming-Videos hochgeladen, produziert und hochgeladen und jetzt ist einfach der Punkt gekommen, beziehungsweise in diesen letzten 10 Monaten, in denen ich einfach inaktiv war, dass ich keinen Bock mehr hatte auf Gaming und vorm PC zu sitzen und irgendwelche Games zu zocken und dann aufzunehmen. Und jetzt ist es halt so, bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich meinen Kanal, beziehungsweise den Style von meinem Kanal, völlig ändern möchte. Keine Gaming-Videos mehr, sondern eher Videos in dieser Richtung hier mit einer Kamera, dass ich so Hashtag NoFriends mit einer Kamera spreche. Und ja, dass ich ein bisschen Dinge bringe, auf die ich ja speziell Bock habe, beziehungsweise ich kann auch mal Videos machen über, was weiß ich, über meine über meine Kicks oder was auch immer, zum Beispiel vielleicht irgendwelche Videos, auf die ich gerade Bock habe oder die ich denke, die euch unterhalten könnten. Und ihr könnt auch ebenfalls unten in den Kommentaren schreiben, auf was für Videos ihr jetzt irgendwie Bock hättet oder was ihr von mir sehen wollt. Und ja, ich hab mir nämlich auch extra für diesen Style Equipment gekauft. Ich habe mir Softboxen geholt, ich habe mir eine 64 GB SD-Mini-Karte oder so geholt, so eine Speicherkarte für die Kamera. Und ja, was ich auch sagen kann ist, also ich werde definitiv nicht mit YouTube aufhören, das ist nicht mein Ziel. Ich meine, ich, keine Ahnung, ich habe noch den Anreiz dazu, irgendwie Videos zu machen, aber halt einfach keine Gaming-Videos mehr, weil ich bin jetzt 17 und das mit Minecraft habe ich schon längst gesehen und andere Spiele habe ich, ja, müsste ich meinen Computer ein bisschen upgraden und zwar halt habe ich nicht so die beste Grafikkarte in meinem PC. Müsste ich halt da was machen, das kostet ziemlich viel Geld, so eine Grafikkarte, und da denke ich mir so, ja gut, ne, also da kaufe ich mir lieber Softboxen und habe halt die Kamera hier und das kommt günstiger als eine neue Grafikkarte, also von dem her. Jetzt ist es halt einfach so, dass ich die Videos, die ich bis jetzt, gemacht habe und hochgeladen habe, werde ich wahrscheinlich in Playlists unterteilen. Und halt ein bisschen den Kanal aufräumen, sortieren und Videos in dieser Stilrichtung, in dieser Art ein bisschen drehen, ne? Und ja, was ich auch sagen kann, dass ich im Sommer wieder nach Spanien gehe, für die Leute, die mich schon bereits gut kennen und schon auch öfters verfolgt haben und von früher Videos gesehen haben. Für die Leute, die wissen das schon, ich habe Vlogs, Reisevlogs gemacht, als ich in Spanien war. Ich werde diesen Sommer wieder nach Spanien gehen und zwar anfangs August bis Mitte August, so für 2 Wochen, je nachdem. Und da ist mein Nachbar, sehe ich ihn. Shoutouts to Winos. Alright, I don't care. Und es werden wieder Vlogs kommen, aber auch da wird der Style völlig abgeändert. Es ist nicht mehr so, dass ich mit meiner Drecksvisage irgendwie scheiße in die Kamera laber und so, was eh kein Schwein juckt und die Videos eher uninteressant macht, sondern wir werden eher Landschaftsaufnahmen machen oder von dem, was wir gerade machen, wo wir gerade sind und so weiter und so fort. Und halt diese Aufnahmen mit bisschen Musik unterlegt dazu schneiden, beziehungsweise zu der Musik schneiden, bisschen interessant gestalten, auch kreativ und so weiter und so fort. Und nicht nur dumm in die Kamera glotzen und irgendwelchen Scheiß rauslabern, den sowieso keinen Sinn ergibt und kein Schwein interessiert. Und von dem her, ja, könnt ihr euch darauf freuen. Was ich auch noch dazu sagen habe, ist, wir sind momentan im Umzug. Ich werde gegen Ende Juli hier ausziehen aus dieser Wohnung und dann vom Land in die Stadt ziehen und ja, Umzugsstress halt. Wir müssen Möbel verpacken, teils Möbel wegschmeißen, fortwerfen, brauchen wir nicht mehr. Und ja, halt jetzt ist mein Zimmer halt noch unordentlicher als sonst und ja, deswegen drehe ich auch gerade in unserem Wohnzimmer hier. Ich finde eigentlich den Punkt nicht so cool. Vor allem, ja, I don't know, ja, Wohnzimmer ist halt das momentan noch so das beinahe einzigste Zimmer, war das gerade Deutsch? I don't care. Ist so momentan das einzige Zimmer, welches nicht so krass unordentlich ist, also hier liegt eigentlich gar nichts rum
und einfach sonst sind verpackte Möbel und was weiß ich, Kartons und so weiter und so fort. Und wir haben auch keinen Kleiderschrank mehr, weil den haben wir schon in die neue Wohnung bzw. ins neue Haus. Fügt bitte euren Satz hier ein, weil ich kann kein Deutsch. Wir haben nämlich diesen Kleiderschrank schon in der neuen Wohnung oder im neuen Haus. Punkt. Mann, Alter, was laber ich? Und jetzt haben wir unsere Kleider in so einem Notkarton. Das sieht auch krass zweideutig aus, diese Bewegung. Ja, gut, ne? Und ja, ein bisschen chaotisch, deswegen kann ich nicht in meinem Zimmer aufnehmen, beziehungsweise ich möchte nicht. Ich hätte auch nicht wirklich die den Platz dazu. Und ja, mit diesem Video möchte ich euch halt einfach diese Informationen geben. Und ja, ihr könnt euch eigentlich auf einiges freuen. Vor allem wird auch wahrscheinlich mein Kanal Design, beziehungsweise ein bisschen, was für ein beziehungsweise, verpiss dich. Wird mein Kanal Design ein bisschen abgeändert, auch halt dem Kanal Style jetzt entsprechend. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was... Ich schwöre, Alter, ich kann nicht mehr sprechen, Junge. In diesen 10 Monaten, in denen ich jetzt keine Videos mehr gedreht habe, habe ich dieses Deutschsprechen richtig verlernt. Das ist krank. Auf jeden Fall, schreibt mir unbedingt in die Kommentare rein, was ihr von mir für Videos sehen wollt, weil kann ich mir mal so gewisse Dinge überlegen, weil ich bin jetzt auch ein bisschen Neuling in dieser Branche hier, in dieser Real-Life-Videos, ne? Bin ich, muss halt, weißt du, noch so... meinen Style finden. Beim Gaming hatte ich meinen Style, da hatte ich halt wirklich so genau die Richtung, in die ich meine Videos gemacht habe und so weiter und so fort, bla bla bla. Aber jetzt hier muss ich noch ein bisschen meinen Style entdecken. Ganz groß habe ich nichts mehr zu sagen. Ich habe noch nebenbei etwas für Leute, die meine Videos von früher schon gesehen haben, auch die beziehungsweise die Minecraft-Videos. Da habe ich oft mit einem Kumpel aufgenommen namens Arma. Der hatte einen Kanal, der hieß Arma Rock. Den hat er jetzt aber geschlossen, beziehungsweise nicht geschlossen, sondern seine Videos privat gestellt, was ich persönlich ziemlich, ziemlich schade finde, Bruder. Da überleg dir das gut, ob du die nicht wieder öffentlich machst, weil ich, ja, hab ab und zu noch ziemlich gerne deine Videos von früher angesehen, so Hashtag Throwback und so weiter und so fort. Bisschen in Memories schweben und so, ne. Und, der hat jetzt seinen Kanal sozusagen wie beendet, hat aber jetzt mit einem neuen Kumpel, beziehungsweise mit einem Kumpel, einen neuen Kanal eröffnet. Der Kanal ist noch sozusagen, ja, in der Entwicklung. Sie haben bereits ein paar Videos hochgeladen, ich habe da kurz reingeschaut, aber ich habe es noch nicht ganz durchgeschaut. Sorry, Bruder, ich werde das noch nachholen, glaub mir, Mann. Und, ja, würde ich sagen, den Kanal von meinem Kollege, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Geht mal abchecken, lasst mal vielleicht, ich weiß nicht, auf den neuesten Videos einen Daumen nach oben da oder ein Abo und auf jeden Fall mitverfolgen, weil der Kanal entwickelt sich bei denen, der ist erst gerade vor ein paar Wochen eröffnet worden und die Videos sind ziemlich, ziemlich, ziemlich aktuell, beziehungsweise aktuell, die sind ziemlich noch gar nicht so lange oben und von dem her eben, mal sehen, wie sich die Dinge da entwickeln. Einige Dinge sind halt noch nicht so gut, die kann man verbessern, das sieht man gleich, aber ich würde sagen, seid nicht so krass streng, weil, ja, der Kanal entwickelt sich und bitte keine Vorurteile, wenn ein Kanal sich entwickelt, weil du hast keine Ahnung, wie der sein wird in so einem Jahr. Aber seid gespannt, lasst mal ein Abo da, verfolgt die Jungs. Okay. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen und mal bei meinen Videos einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr wollt, falls es euch gefallen hat. Und sonst würde ich sagen, habe ich eigentlich gar nichts mehr zu palabern. Sehen wir uns das nächste Mal beim nächsten Video hoffentlich wieder. Würde ich sagen, bis dahin, bleibt geschmeidig, haut rein. Jimmy Dö!